Hallo und herzlich willkommen hier zu DLP TV. Ja, ich bin eigentlich noch im Umzug, habe aber jetzt abends mal ein bisschen Langeweile bekommen und ich habe mir sagen lassen, es gibt dann so ein wunderschönes Spiel, das nennt sich Euro Truck Simulator. Nebenbei habe ich noch unseren Basti hier am Telefon. Moin Basti. Hallo. Moin Basti, auf welcher Autobahn hängst du rum? Keine Ahnung, irgendwo im Arsch der Welt mit einem Stau. Lol. Ja, meine lieben Freunde, wie lange dieser Port heute geht, weiß ich nicht. Also ich werde definitiv von Anfang bis Ende fahren. Ohne Pause. Außer zum Pinkeln natürlich. Ne? Ja, wollen wir gar keine Zeit verlieren. Wir fahren von Berlin nach Rostock. Ja, geladen haben wir irgendwie was gekühlt werden muss. Und ich versuche mal mein Glück. Ich habe das irgendwann habe ich das schon mal gespielt gehabt, aber ich bin wahrscheinlich irgendwann wieder aus der Übung. Ja, Blinker waren hier. Gut, also wir müssen erstmal rüber. Ja, nebenbei begrüße ich nochmal den Robert, der wahrscheinlich das jetzt auch wieder sehen wird und hellauf begeistert sein wird. Ja, wir wollen nämlich ja nächsten Monat dann irgendwann mal online spielen, dieses Game hier, und da muss man ja mal ein bisschen üben. Ja? Oder was sagst du dazu? Boah, ich kann wenigstens fahren. Nicht so wie andere Sonntagsfahrer. Lol, ja, das stimmt. Also, wie gesagt, also ich war mal gut hier drin. Ich hatte sogar mal richtig einen aufgebauten LKW, aber irgendwie haben die Leute mir das gefändet. Ich weiß es nicht. Verkauft. Ja, wie gesagt, also wir wollen nächsten Monat dann mal hier richtig loslegen. Wir haben uns jetzt noch einen eigenen Kanal gebaut dafür. Und ja, werden wir dann natürlich auf unserem Kanal noch präsentieren, wenn er dann fertig ist. Ja, das wird dann irgendwann nächsten Monat, denke ich mal, wird das so passieren. Oder? Oder? Ja, Ja, eventuell. wie gesagt, liebe Freunde, wir suchen noch Mitspieler hier, die engagiert mit uns Let's Playen wollen, ein bisschen Spaß an der Sache haben wollen. Ja. Wir müssten dann bloß die Spiele auch haben, die ihr habt. Dann ist das überhaupt kein Problem. So, fahren wir mal hier auf die Autobahn. Wenn wir die Spiele nicht haben, schenkt ihr uns einfach. Ja, das wäre natürlich sehr hilfreich. Ja, voll chillig mal wieder hier, muss ich dir echt sagen. Mit Tastatur sogar. Und ja, wie gesagt, ich nehme jetzt ja nicht jeden Tag so eine Folge auf. Nur mal ab und zu, wenn ich mal wirklich. Wäre ich fast reingefahren in die Karre. Ja, wenn ich mal Lust dazu habe, werde ich mal ein paar bringen hier. Wird jetzt nicht laufen kommen, aber lasst euch überraschen, wo uns die Sache noch hinführt. So. Ja, was gibt's bei dir Neues, Basti? Nicht viel. Nicht viel. Nö. Mein Channel sucht noch neue Abonnenten. Gut. Also, liebe Freunde, ich habe euch ja schon in mehreren Videos gesagt, geht mal zu unserem Basti. Ihr habt einen Link bei mir oben auf der Seite. Ich habe einen Basti verlinkt. Also den seinen Kanal. Und ja, besucht ihn doch einfach mal. Ich würde mich freuen. Ich mich auch. So, wir sind hier gerade auf der A24. Dürfte ja theoretisch bei dir oben sein, ne? Ja. Fährst du ungefähr in meine Richtung? Ja, Abstand halten können wir auch nicht. Naja. So, wir werden mal hier die Fahrspur wechseln, weil wir müssen ja weiter geradeaus. Und ja, wie gesagt, ich fahre das heute von Anfang bis Ende. Wir machen heute hier keinen Cut nach 15 Minuten. Und bin ja echt mal gespannt, wie viel Speicher das nachher gefressen hat. So. Ja, wie gesagt, zurzeit bin ich noch im Umzugsarbeiten. Könnte noch ein bisschen länger dauern, aber wie gesagt, lassen wir uns erstmal überraschen. Heute habe ich mal ein bisschen Langeweile gehabt und habe mir gedacht, naja,
Könnten wir ja mal wieder mal Let's Play aufnehmen. Wir haben gerade Zeit. Lust habe ich auch. Also machen wir doch gleich mal den Euro Truck Simulator. Ah, der Umzug wird ja noch bis April dauern. Circa. Circa. Ja. Aber der Basti wollte mich sowieso besuchen kommen. Also werdet ihr dann auch gute Let's Plays bekommen. Das verspreche ich euch. Jedenfalls werden wir es versuchen, ne? Wir werden es versuchen, natürlich. Ja, was wir dann aufnehmen, können wir noch nicht so genau sagen. Wir lassen da ein bisschen den Zufall sprechen. Und ja. Aber zumindest wird der Landwirtschaftssimulator 2013 dabei sein. Das ist schon mal Fakt, wie das an der Kirche. Was nebenbei dann noch laufen wird, weiß ich nicht. Das wissen nur die Sterne. Und ja, mein PC. Ja, es hat sich auch was geändert bei uns, ne? Ja. Ich sag nur, der zweite Kanal von uns. Genau. Habe ich ja gerade eben schon angesprochen. Ja. Ja, der zweite Kanal, wie gesagt. Fein, 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 oder? Ja, müssen wir nur noch richtig verlinken, dass die Leute die nachher auch finden. Ja, der ist halt so gerade, wie gesagt, gerade im Aufbau und wie gesagt, wir suchen noch engagierte Mitstreiter, die auch gerne mitmachen wollen. Also der Kanal ist nicht nur für uns gedacht. Nein. Eure Videos, wenn ihr mit uns Let's Plays macht, sind da natürlich auch drauf. Und ich freue mich schon. Ja, nebenbei nehme ich jetzt mal einen kräftigen Schluck von der Limo. Ich darf ja jetzt kein Bier trinken, ne? Ja, wie gesagt, also ich bin hier nicht so vermodet mit den schönsten LKW. Ja, wie gesagt, ich habe gerade erst angefangen hier. Ich möchte die Story zumindest durchspielen, wenn man das überhaupt Story nennen kann. Wie weit ich da komme, weiß ich nicht. Weil wir ja irgendwann auch Multiplayer zocken werden. Und dann all das sowieso alles hinfällig wird, schätze ich mal. Aber ich werde versuchen, immer mal ein Port rauszubringen hier. Wie ich schaffe, weiß ich nicht. Aber ich versuche es zumindest. So, wie lange haben wir denn hier noch? Ja, 1 Stunde 33 bis in die Firma. 95 Kilometer. Hier sieht es doch noch ganz gut aus. Ja, nebenbei habe ich nämlich noch bei einem Robot geguckt. Wie der Let's Play-Name weiß ich jetzt nicht, wie der war. Ich sage jetzt einfach mal Robot, der weiß sowieso, wer gemeint ist. Und der hat ja einen wunderschönen, ja, DAF. Ich verlinke ihn unter diesem Video, also sein Kanal, dann könnt ihr ja mal selber gucken und mal selbst beurteilen. Also ich sage, ja, schmucki, schmucki, schmucki. Und ich bin längere Zeit DAF gefahren. Real natürlich. Und auch virtuell. So, wie gesagt, ich verlinke seinen Kanal unter diesem Video. Einfach mal ein bisschen runter scrollen und dann habt ihr den Link schon. Wenn das nicht vergisst. Wenn ich nicht vergesse, ich werde es natürlich gleich aufschreiben. Und unser Basti wird mir wahrscheinlich auch noch mal dran erinnern. Ich reibe dir das unter die Nase. Ja. So. Ja, die Autobahn ist zumindest gut ausgebaut hier. Kann ich eigentlich nicht, mich nicht beklagen. Und es ist immer mal wieder schön an der See zu fahren. Ich komme immer leicht auf den Standstreifen. So. Ja, wie gesagt, also bei uns hat sich jetzt viel verändert. Und wie gesagt, also unser Landwirtschaftssimulator 2013 wird erstmal noch ein bisschen in
Urlaub sein, sage ich jetzt mal, weil ich das nicht alles schaffe. Wie gesagt, ich musste meinen Rechner nebenbei noch neu machen. Da hat sich dann gleich auch ja, das Spiel erledigt gehabt und jetzt das Spiel rauszusuchen ist absoluter Wahnsinn. Ich glaube, da würde ich 3 Wochen suchen, um das überhaupt erstmal zu finden. Und deswegen sage ich, bis ich dann mal irgendwann neu eingezogen bin, werden wir das erstmal auf Eis setzen. Wir haben genug Videos hochgezogen und ja, hingeschoben ist nicht hingeboren, ne? Oder so. Keine Ahnung. Ja, du musst ja nicht nur das Simulatorspiel wiederholen, ne? Ja, es ist Zurück in die Zukunft. zurück in die Zukunft ist leider auch kaputt gegangen durch den Absturz. Und ja, das ist aber das letzte Problem, sage ich mal. Aber jetzt gerade komme ich echt nicht dazu, überhaupt mal vielleicht mal einen Port aufzunehmen. Über den Tag. Und ja, wir sind ja nicht auf der Flucht. Deswegen mache ich heute mal hier so einen schönen Port durch das schöne Norden. Und werde ab und zu mal hier schöne Städtereisen machen. Siehst du, nur noch 6 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder da, ja. Und so weit, wie ich gedacht habe, ist es ja gar nicht. Oh, es kommt immer darauf an, wie man gut durchkommt. Das stimmt. So, ich habe gerade einen Bus vor mir. Settin. Erster Aufenthalt in Rostock. Ist auch nicht schwer. Nee. So, ich hoffe, dass ich noch einparken kann. Wenn nicht, wird das jetzt eine kleine lustige Geschichte. Oh, das kann man ja ein bisschen, ja, schummeln. Nee, wenn dann möchtest du versuchen. Mindestens versuchen. Ja. Aber ich als alter Trucker müsste es normalerweise hinbekommen. So. Dann werden wir jetzt mal hier zu der Firma fahren, die ja gleich hier vorne sein wird. Hoffentlich verpasst die Einfahrt nicht. War das jetzt hier rein? Ja, hier rein war's. So. Ich schätze mal, die Firma wird das sein. Ja, sieht doch ganz gut aus hier, Mensch. So, viel Platz ist nicht, war ja klar. Hätten wir fast noch großen Schaden gemacht. So, jetzt bin ich aber echt mal gespannt hier. Ja, gibt's denn auch so Gliederzüge oder Tandemzüge, ihr alten ETS-Zocker? Ihr müsstet mir das doch eigentlich beantworten können. Wenn ja, schickt mir mal oder sagt mir mal, wo ich mir diesen Mode runterziehen kann, weil ich möchte hier echt mal sowas fahren, weil ich real eigentlich viel sowas gefahren bin. So. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, das erste. Genau. Ja, wie gesagt, wir sind da, wir sind angekommen und ich würde jetzt mal sagen, bedanke ich mich erstmal, dass ihr mir zugeschaut habt und wie gesagt, wir sehen uns dann in den nächsten Zeitraum wieder und dann nach den Umzügen werden wir uns dann öfters wieder sehen, täglich. Und ja, ich bedanke mich erstmal an den Basti nebenbei, Jo, bin ja immer gerne dabei. der sich heute wieder getraut hat, mit mir mitzufahren. Alles klar, meine lieben Freunde, bis zum späteren Zeitpunkt. Ciao, ciao. Ciao.